Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play, vielleicht noch Clash of Clans, mit mir, dem Thorsten. Ja, ich starte heute mal tatsächlich in meinem Discord. Also ihr seht, wir haben hier verschiedene Kanäle und ein Kanal ist oder liest das Log des Clans Free-to-Play aus. Und da man meint eigentlich, ja, da tut sich so ganz normal was, Joint und Left. Und man sieht hier ja auch, wer was macht hier. Kampfgurke upgradet den Beta-Minion auf Level 13 und so weiter. Also das könnt ihr alle sehen. Und man denkt sich da ja nicht so bei. Und dann steht man irgendwann auf, beziehungsweise dieser Sidekick, der meldet in unregelmäßigen Abständen halt neue Sachen. Und irgendwann kam dann auch der Bradley hier rein. Kleines Rathaus 6. Ich wusste gar nicht, dass wir noch so kleine aufnehmen. Ich dachte, das steht bei uns eigentlich auf 7. Aber und plötzlich heute Morgen hat der Frighting-Clan hier verlassen. Ja, ich. Tolle Wurst. Okay. Frei verlässt den Clan, ohne dass er um 8.48 Uhr überhaupt mal in dieses Spiel reingeguckt hat. Da wurde ich schon so ein bisschen stutzig. Zeitgleich habe ich dann aber tatsächlich eingeloggt auf einen meiner Accounts, nämlich auf den Thorsten. Den seht ihr im Moment im Hintergrund. Und habe da schon mal geschaut. Da hat mir tatsächlich der Support geschrieben wegen dem Lela-Account, dass sie den gefunden haben. Sie haben mir noch mal ein paar Fragen gestellt gestern, wann ich den Account erstellt habe, ob ich ihn mal umbenannt habe und so weiter. Das konnte ich natürlich alles lückenlos nachweisen, denn ich habe das Ganze ja sogar aufgenommen. Da müsst ihr ein bisschen tiefer in meine Playlist gucken. Das ist alles so Anfang Februar gewesen, so um den 10. oder 8.2. glaube ich, ging das los mit Free-to-Play. Und deswegen konnte ich das lückenlos nachweisen. Habe auch geschrieben, dass ich eigentlich ein kleiner Content-Creator bin. Und sie könnten sich meine Videos angucken, da sehen sie alle meine Accounts auch und beziehungsweise nicht alle, aber zumindest den Lela-Account, wie der auch Anführer wird vom Clan Free-to-Play und so weiter. Da hatte ich dann schon gute Hoffnung, habe dann aber gedacht, naja, okay, probierst du mal einzuloggen, aber sie haben mir geschrieben, dass ich jetzt etwas anderes machen muss. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann mal geguckt, was ist hier denn eigentlich so Sache? Okay, der Bradley ist dann wieder gegangen und dann kam er doch wieder rein. Naja, und was dann losging, das könnt ihr euch schon denken, sonst würde das jetzt nicht im Thumbnail stehen. Mal, der Clan ist weg. Der Clan ist jetzt weg, denn der Lela-Account, ja, der wurde mir nicht geklaut, der wurde Supercell aus der Datenbank geklaut, glaube ich. Deswegen zweifle ich im Moment ganz, ganz hart die Sicherheit an, wenn man hier eine E-Mail-Adresse mit einer Supercell-ID und einem Gerät verknüpft, ganz, ganz stark an, ob diese Sicherheit tatsächlich funktioniert. Denn meines Wissens, oder nicht meines Wissens, ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, dass das im Moment nicht funktioniert, denn meine E-Mail-Accounts sind nicht angetastet worden. Das heißt, niemand hat probiert, auf meinem E-Mail-Account ein Kennwort zu ändern, oder wenn ich das Kennwort ändere, kann ich das noch ganz normal machen. Ich habe eine Zwei-Faktor-Authentifikation dahinter. Das heißt, wenn ich ein Kennwort meiner E-Mail-Konten ändere, dann bekomme ich noch eine SMS auf mein Handy, wo ich nochmal einen Bestätigungscode eingeben muss. Und ich bekomme auch immer Nachricht auf noch einen anderen Account, wenn sich etwas ändert. Ich habe einen Account, der dient der Wiederherstellung aller Accounts, falls ich mal einen verliere. Also was die E-Mail-Adressen angeht. Aber Supercell hat damit ja geworben, wenn du dich mit der SC-ID auch noch verbindest, dann ist das ganz, ganz sicher. Ja, wir sehen ja, wie sicher das ist. Lela ist weg. Der Clan, also Lela hat immerhin noch den King hier abgegradet. Der Clan ist weg, ihr seht das. Der Bradley ist hier gejoint und was danach passierte, alle left. Alle left hier, das heißt, er hat alle gekickt. Ich habe dann auch, ich war heute auch schon auf dem Toto drauf. Toto left, da stand dann auch, ja, wir mussten dich leider rausschmeißen. Und tschüss. Ja, und das ist jetzt bis hier hinten hin. Und der Clan ist tatsächlich leer. Ich mache euch das mal weg hier. Das müsste das sein. Der Clan ist jetzt tatsächlich leer. Und ich bin jetzt natürlich, ich muss sagen, ich bin ein bisschen traurig, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Und vor allen Dingen bin ich mir keiner Schuld bewusst. Ich meine, Security Reason, habe da die Tage noch gehört, dass ich da so drauf rumgeritten habe. Aber die Security Reason ist nicht bei mir. Die ist irgendwo bei Supercell, habe ich das Gefühl. Denn der Clan hier ist jetzt, ja, der ist weg. Den hat sich der Bradley hier geholt. Leader ist er jetzt, Level 28. Das war mein Clan. Ich halte mal eben fest, dass wir die ID noch haben. Falls es darum geht, ich möchte gerne meinen Clan wieder haben. Und
Vielleicht bekomme ich den Account Lela ja wieder, aber nützt ja nichts. Der steht dann auch ohne Clan rum, denn der Clan hier ist jetzt weg und zudem ist noch ein zweiter Account von mir weg. Habt ihr eben ja im Discord gesehen, der Fry left. Der Fry ist auch weg. Also auch einer meiner Accounts, zwei Accounts weg. Und ich habe bei den Accounts die Kennwörter ganz locker ändern können. Ich muss sagen, ich bin im Moment A, ein bisschen sprachlos und B, bin ich auch ein bisschen traurig. Denn gerade die Geschichte mit der Supercell-ID, wem soll ich denn jetzt noch trauen? Den connect to Supercell-IDs to safeguard your game and play on multiple devices. Ja, habe ich gemacht. Und trotzdem sind mir zwei Accounts abhanden gekommen und ein Clan weg. So viel zu dieser Sicherheit. Also im Moment muss ich wirklich sagen, zweifle ich das ganz, ganz hart an, dass das sicher ist. Denn da wurden ja irgendwo die Accounts aus den, ich nenne es mal so, aus den Datenbanken von Supercell gemobst. Und ohne dass jemand eine E-Mail-Adresse wusste, ohne dass jemand eine Supercell-ID eingibt, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich habe jetzt noch das Ticket erstmal für Lela auf, kann dann gleich das nächste aufmachen für Fry. Da habe ich glücklicherweise von meinen Accounts immer alle IDs, das heißt die Spiel-IDs, die hatten. Und aber bei einigen Accounts kann ich das auch nicht mehr lückenlos nachweisen, wann wurde der Account erstellt, wurde er mal umbenannt und so weiter. Das sind so die Fragen, die euch Supercell stellt, damit sie sich vergewissern, ja, das ist dein Account, weil du kennst so viel von deinem Account, gerade von Lela. Die habe ich ja nun von der Pike auf mit aufgebaut. Und dennoch sind mir die Sachen abhandengekommen. Deswegen weiß ich im Moment nicht, ob das Spiel hier sicher ist bei Supercell, also Clash of Clans. Ich sage jetzt im Moment mit allen meinen Accounts alle Sachen ab. Das heißt, ich spiele nirgendwo mehr mit im Moment, weil ich ja gar nicht weiß, ob ich morgen überhaupt noch mit dem Account einloggen kann. Und ich denke aber mal, es geht natürlich darum, es geht um die Leader-Accounts, ja. Es geht ja um die Leader-Accounts. Und letztendlich, ich hätte fast gesagt, warte ich drauf, dass jetzt im Clan Herausforderer das Ganze auch passiert. Denn ihr seht, wer da unten Leader ist, aus Hoshi. Das ist ein Account von mir, ne? Ja, ich sag das auch noch so freizügig. Aber ja, ist ein Account von mir. Genauso verbunden, also doppelte Authentifizierung unter Google und Supercell-ID. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin im Moment ein bisschen ratlos, muss ich sagen. Und natürlich auch extrem traurig. Da ich jetzt wirklich, ich bin so ein bisschen ratlos. Keine Ahnung. Es kotzt mich an. Es kotzt mich an, muss ich sagen. Vor allen Dingen schlägst du dich mit dem Support rum. Das ist, ich meine, das ist jetzt nichts Schlimmes, aber es ist doch ziemlich nervig, dass ich beweisen muss, dass das mein Account ist, obwohl er mir ja geklaut wurde und ich so viel weiß über meine Accounts. Und scheinbar bekomme ich Lela aber wieder. Scheinbar bekomme ich den Lela-Account wieder. Genaues weiß man aber noch nicht. Ist aber nicht so schlimm. Wir gehen hier mal rein. Ich muss wenigstens noch ein bisschen Freude an dem Spiel hier haben. Auch wenn mir eigentlich gerade so ein bisschen die Freude genommen wurde, muss ich sagen. Zwei Accounts weg, Clan weg. Das ist echt tofti. Wirklich töfte, muss ich sagen. Das erfreut jedes Spielerherz. Was Schöneres kann man sich ja fast nicht wünschen, dass einem das passiert, würde ich sagen, oder? Oder gibt es noch schönere Sachen, Leute? Ach komm. Gibt doch bestimmt noch schönere Sachen. Na, egal. Wir gehen hier mal raus oder wir gehen hier mal rein. Was habe ich denn eigentlich dabei? Ach so, okay. Ich habe ja eine tolle Truppe dabei. Aber egal. Ich hatte jetzt gerade gedacht, ich hätte eigentlich meine Hawks dabei. Aber die habe ich gar nicht dabei. Okay, dann springt man hier mal rüber. Würde ich sagen. Orden setzen wir hier auch mit rein. Oh, der hat Clanburg. Alles klar. Der hat da Clanburg. Und der nächste Sprung geht dahin. Na komm, komm, komm. Queen, halt durch. Und die Queen hält durch, okay. Und auch das Ding da hält durch. Wir friesen hier hinten mal, dass wir wenigstens das Rathaus noch mitnehmen. Beziehungsweise, oh.
kleine Tesla-Farm dort. Okay, kleine Tesla-Farm. Machen wir aber auch weg. Naja, so komme ich wenigstens noch zum Spielen. Aber wie gesagt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet im Moment. Zweifle ich, wie gesagt, an der Sicherheit und dann zweifle ich natürlich auch an dem ganzen Kanal hier. Denn wenn ich euch demnächst kein Clash of Clans mehr zeigen kann, weil alle meine Accounts weg sind, neue mache ich mir ganz, ganz bestimmt nicht. Das lohnt sich ja nicht. Hätte ich fast gesagt, sie werden ja wieder geklaut. Und also zumindest mir im Moment. Anführer, ich mache mich jetzt erstmal, glaube ich, mit der Uschi zum Nicht-Anführer. Mir gerade ein bisschen zu heikel. Da benenne ich irgendjemand anders, den ich kenne. Und ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. Okay, oh, meine, die Queen hat hier bis zum Ende durchgehalten. War nicht schlecht. Ich habe eigentlich gedacht, der Angriff geht in den Dutten, aber ist doch noch was geworden. 37 Sekunden. Mal sehen, ob wir die Pokis hier mitnehmen. Ich muss noch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht in ihre Legende reinrutsche mit dem Account. Ich meine, klar, ich könnte jetzt aufhören zu spielen, aber ich möchte natürlich alles haben. Alles. Null. Ja, ich habe alles. Ich möchte immer alles haben. So, 22 Sekunden noch. Da geht noch eine Defensive down. Oh, die Vierfach, die Doppelkanone da, die ist natürlich heftig hart. Und 12 Sekunden. Nur noch die Luftabwehr. Die kann jetzt ruhig meine Heiler wegschießen. Ist nicht so schlimm. Denn wir haben ihn auf 100% gemacht. Oh, 28 Pokale. Könnte schon ein bisschen eng werden da oben. Oh, 4.955. Das ist ganz schön weit. Muss ich sagen. So weit wollte ich eigentlich gar nicht. Naja, aber das soll es erstmal gewesen sein. Ich habe im Moment auch keine Lust, noch was aufzunehmen. Da ich mich jetzt erstmal darum kümmern muss, dass ich meine ganzen Sachen wieder bekomme. A, meine Accounts. B, den Clan. Und C, vor allen Dingen die Sicherheit hier. Aber die Sicherheit ist im Moment nicht gegeben, Leute. Ich würde sagen,